Grüß Gott und herzlich willkommen zur ersten Zirkusfolge von Flaschendreh. Im Zirkus treten Artisten auf. Artisten sind Menschen, die Sachen beherrschen, die andere nicht so gut beherrschen oder überhaupt nicht beherrschen. In den Zirkusfolgen von Flaschendreh wollen wir Ihnen solche Weine vorstellen, die irgendetwas können, was andere Weine nicht können und vielleicht auch was andere Winzer nicht können. Schauen wir mal. Jetzt einmal Manege frei für die erste Zirkusfolge. Sie haben gesehen, unsere zwei Artisten sind aus dem Weingut Jurčić. Ja. Der erste Artist nennt sich Non-Vintage. Es handelt sich dabei um einen grünen Veltliner aus dem Jahr 2009. So, was ist an diesem Wein so besonders? Was kann der oder was macht er anders als alle anderen? Was ist so artistisch dran? Artistisch dran ist seine Ruhe. Er wurde geerntet, die Trauben wurden geerntet, dann handgepflückt und dann bekamen sie drei oder über drei Monate sogar Ruhe auf der Maische. Für einen Weißwein ganz was Besonderes, üblicherweise bei einem Rotwein. Und da meistens nur so zwei Wochen, manchmal ein bisschen länger. Ja, warum hat er das gemacht? Aus unserem Wissen heraus geht es ihm darum, die Primäraromen im grünen Veltliner ein bisschen weniger zu betonen und den wahren grünen Veltliner zu entdecken. Also das, was wirklich im grünen Veltliner drinnen steckt, wenn die Primäraromatik verflogen ist. Ja. Zusätzlich war 2009 ein Jahr, was relativ wenig Säure gegeben hat. Und die Idee hinter diesem Wein ist, dass man die Säure, das Manko an Säure durch Gerbstoff ersetzt. Ob das funktioniert hat, werden wir uns jetzt anschauen. Schön, sauber, das mit der Primäraromatik ist schon richtig. Also sehr vollreif wirkt es auf jeden Fall. Ja, also fast schwer wirkt es in der Nase. Sehr, sehr volumig, sehr groß, sehr einnehmend. Wenn man jetzt Aromatik identifizieren müsste. Ich weiß nicht, ich würde mal ein bisschen so Birnenaromatik ein. Birne ist ganz gut, ja. Eher ein bisschen exotisch, ne? Also eher wenig österreichisch. Wobei Birne. Ja. Recht ein großer Wein. Jo. Am Gaumen sehr voll, dicht. Allerdings. Das mit dem Gerbstoff, das kann funktionieren. Eine super Idee. Sehr einnehmend und fordernd eigentlich am Gaumen. Allerdings, ja. Also das... Kommen wir blind davon, Veltliner? Nein, also klar, das ist das, was ich gerade sagen wollte. Für Sortenfetischisten ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Sehr spannend, so ein klassischer Legerwein in einer Blindverkostung. Vielleicht wäre es interessant, in ein paar Jahren noch mal zum Kosten. Ja, Non-Vintage würde darauf hindeuten, dass der Wein ja theoretisch eh nicht altern darf. Das sollte man versuchen, ein Hinweis an Sie, respektive Sie da draußen, lieber Herr Jurčić. In ein paar Jahren würde man noch mal probieren, wenn wir noch einen kriegen. Sollte es noch einen geben, weil wir haben ja gehört, es gibt recht wenig davon. Ja. Beim nächsten Wein stellen du vor. Jurčić Quelle Riesling Ernte 2010 Kamptal DRC Reserve. Nein, die Kamera verzerrt nicht, das ist ein sehr kleines Fläschchen, 375 Milliliter, dafür 13 Volumensprozent Alkohol. Drauf wird noch stehen, ein Wein gewachsen rund um eine kleine Quelle am Zöbinger Heiligenstein. Warum ist das so? Ja, also aus unserem Wissen heraus funktioniert es das so, dass den Herrschaften am Weingut aufgefallen ist, dass es an dieser Stelle, die eher für ihre Trockenheit bekannt ist, ein Fleckerl gab, wo Reben stehen, die immer nasse Erde hatten. Also da war es immer nicht trocken. Ne? Und daraus kam dann der Schluss, da muss irgendwas Besonderes sein. Dann gab es Informationen, da war auch nur dazu mal eine Quelle. Ja, und daraus haben sie den Schluss gezogen, wenn da irgendwo vielleicht noch Wasser fließt, müsste das theoretisch ja dauerhaft irgendwie diesen Permboden dort, also dieses sehr mineralische Gestein, quasi aufweichen und auswaschen. Somit müssten theoretisch diese Weinstöcke einer dauerhaften Nährstofflösung stehen quasi. Okay. Ja, schön gesagt. Ja. Jetzt komme ich zu meiner Geschichte. Genau. Die Steffi im Keller hat sich einbildet, sie will diesen Wein ein Jahr lang im Fass liegen lassen, auf der Feinhefe, nicht aufgerührt, einfach nur auf der Feinhefe, und wollte dann diesen Wein ohne Filtration und ohne Schwefel abfüllen.
Und dann ist im Alwin irgendwie... Dann ist in Alwin aber eingefallen, dass das vielleicht eine blöde Idee sein könnte oder möglicherweise nicht funktionieren könnte. Und sie haben sich dann geeinigt, dass sie ganz grob filtrieren und mit minimal Schwefel abfüllen. Und was dabei herausgekommen ist, bei diesem Zirkusstück, schauen wir uns jetzt an. Wir erinnern uns, 2010 war eher ein cooles Jahr. Jo. Und eher mit so einem Gesicht. Was ich da jetzt in der Nase habe, ist schon eine sehr schöne Riesling-Aromatik mit einem schönen Säurespieler. Es tut halt schon verhältnismäßig reif dafür, dass 2010 ist, finde ich. Ne? Ja. Ja. Sehr exotische Frucht. Ja. Allerdings. Vielleicht ein bisschen was Milchiges am Gaumen an. Also... Textur ist schön, sehr, sehr, also genau ist er nicht, er ist eher, auch eher ausladend, aber spannend, hat ein bisschen was Cocktail-Tropikal-artiges, finde ich. Bleibt sehr lang, ja. Sehr lang haften, ist er schön auch von der Mineralik, von der Textur am Gaumen eigentlich. Die sehr spannender Säurebogen, interessant. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Wein, obgleich man auch hier sagen muss, es steht Riesling drauf, für diejenigen, die gerade gelernt haben, was Riesling ist, würden sich damit wahrscheinlich ein bisschen schwerer tun. Ja. Ne? Also. Das macht nichts, aber es sind spannende Experimente. Allerdings. Und ich finde es großartig, dass in so großen Weingütern solche Experimente möglich sind. Und ich finde das ist eine gute Idee. Möglicherweise, ja, das kann man nicht ausmachen, möglicherweise kommt sowas mal einfach in größerer Zahl und dann auch unter diesem Namen heraus. Ich erlaube mir noch anzumerken, ich finde auch die Etiketten äußerst schnick. Und ja, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für die Flaschen. Und all jene, die in die Freude kommen, so etwas probieren zu können, probieren Sie das. Wenn Sie es insgesamt kaufen können, probieren Sie es zu Hause. Ja, bleibt nicht mehr viel zu sagen. Prost! Prost.